Hallo und willkommen zurück zu Dreamfall Chapters und wir wollten den dritten Schalter probieren. Wachposten in der Eingangshalle. Hier spricht Baila. Braucht ihr jemanden da unten da? Da? Hallo? Anscheinend nicht. Wieder falsch? Ja. Hättest meinen Rat befolgen sollen. Ja. Gut, dann ist es anscheinend der letzte. Ich frage mich nur, ob, wenn wir jetzt von hier angefangen hätten, ob man dann auch alle durch müsste, ob das dann immer so ist oder ob es halt immer der rechte ist. Hallo? Hallo? Enu? Anna? Ferdows? Ist da jemand? Soll dieses schattengeschmiedete Ding... Wir sind hier, Kien. Der Göttin sei Dank. Also, was jetzt? Hallo? Ihr müsst gar nicht so laut sprechen, Kien. Wir hören euch ausgezeichnet. Ich gebe an Ferdows weiter. Einen Moment. Apostel, ich meine mir. Kien. Schön, gut. Erinnert ihr noch unser erstes Gespräch? Ihr seid jetzt im Kern, im Herzen des Apparats. Und die Kammer, in der ihr seid, das ist eine Batterie. Sie enthält alle Träume, die der Turm gesammelt hat. Millionen. Die große, leuchtende blaue Säule habt ihr ja vermutlich gesehen. Das ist die Manifestation der Traumenergie. Ihr steht jetzt sozusagen bei der Hauptsteuerung des Apparats. Ich brauche keine Einzelheiten, Ferdows. Sagt mir einfach, was ich tun soll. Tut mir leid. Also, es gibt eine Möglichkeit, den Apparat von hier aus zu steuern. Aber dafür müsst ihr mir zunächst direkten Zugriff geben. Im Moment ist der Apparat im automatischen Modus, weil er während der letzten Berechnung autonom laufen soll. Ihr müsstet ihn wieder auf Handbetrieb umstellen. Links von dem Sprechrohr sollte sich eine Tafel befinden. Findet den Drehknopf mit dem Handsymbol drauf. Der deutet auf Handsteuerung hin. Oder meint ihr den hier? Mit... Ach ja. Das ist ja easy. Das müsste es gewesen sein. Und wir sind im Handbetrieb. Gut. Hervorragende Arbeit. Wir müssen rasch handeln, denn gleich werden überall Warnlampen angehen. Jetzt, da wir den automatischen Modus deaktiviert haben, müsst ihr mich direkt mit der Steuerung des Apparats verbinden. Seht ihr die Tafel an der, ich glaube, an der hinteren Wand? Hinter euch? Ja. Das sind die Röhren, die dahin führen, wo ich bin. Zu den Drehknöpfen an meiner Konsole. Ihr müsst den Umleiter dieser Tafel zur selben Zeit umschalten wie den Signalverstärker an der Hauptkonsole. Was? Wie umschalten? Zur selben Zeit? Die Tafel ist auf der anderen Seite der Kammer. Für diese Operation braucht es üblicherweise zwei Leute. Ferdows, ich bin alleine hier. Das wisst ihr doch. Ja, schon klar. Trotzdem ist es der einzige Weg, es hinzubekommen. Also... Ich lasse mir etwas einfallen. Wartet. Das hättet ihr auch früher machen können. Krähe, du musst Vogel, mir helfen. Wir haben ein Problem. Na klar. Und da du mich, Krähe, in diese Unterhaltung mit einbeziehst, was kann oder soll ich für dich tun? Ferdows braucht Zugang zum Apparat, damit er ihn umprogrammieren kann. Fährt aus? Umprogrammieren? Klingt wie ziemliches Kauderwelsch. Hör einfach zu. Ferdows, wird Krähe in der Lage sein, den Umleiter einzuschalten? Krähe? Welche Krähe? Oh, dieser reizende Vogel, der mit Zoe befreundet ist. Hey, Kien, seid ihr bei Krähe? Wie kann denn das... Krähe ist ein großes, ausreichend intelligentes, magisches Federvieh, das einfachen Anweisungen Folge leisten kann. Kann er den Hebel umlegen? Ausreichend intelligent? Ich sehe keinen Grund, weshalb nicht. Es ist nur ein Hebel. Ausreichend? Gut. Also, Krähe. Die Tafel auf der anderen Seite des Raums. Da ist ein Hebel. Ferdows, wie sieht der Hebel aus? Ausreichend? Wirklich? Er ist groß und grün gestrichen, sollte also leicht zu finden sein. Selbst für einen, Vogel. Selbst für einen, warte bloß, bis ich dich vor den Schnabel kriege, Bursche. Na gut, dreh mich in die richtige Richtung und ich lege deinen Hebel um. Selbst ein ausreichend intelligenter Vogel sollte dazu in der Lage sein. Gut, du musst also... Ich denke, der... Da. Siehst du die Tafel? Schau nach einem grünen Hebel. Warte auf mein Zeichen und leg ihn um. Kapiert. Warte, was für ein Zeichen? Ein Zeichen, keine Ahnung. Ich werde winken. Was ist, wenn du aus einem anderen Grund winken musst? Könnte Verwirrung stiften.
Na schön, mit den Armen wedeln. Ich halte Ausschau nach wedelnden Armen. Warte, hast du mich tatsächlich Krähe genannt? Nicht Vogel, sondern Krähe? Daran kann ich mich nicht erinnern. Das hast du. Oh, du liebst mich. Ich tue alles für dich, Kian. Was du willst. Ich kann nicht fassen, dass du mich Krähe genannt hast. Nun mach schon, Vogel. Krähe. Da, schon wieder. Betrachte es als erledigt, Kian. Partner, bester Freund. Krähe ist unterwegs zu der anderen Tafel. Was soll ich an meinem Ende tun? Schauen wir mal. Wo ihr steht, sollte es 3 Tafeln geben. Und weiter rechts nochmal 3 Tafeln. Seht ihr den großen Hebel an der ersten Tafel? An dem müsst ihr ziehen. Es gibt nur einen, den könnt ihr nicht verpassen. Denke ich. Zieht an dem Hebel und haltet ihn fest, während der sprechende Vogel den Schalter an der anderen Tafel umlegt. Und nicht loslassen, bis ich es sage. Verstanden. Der hier, denke ich mal, ein großer Hebel. Bei der Göttin. Kian, Kian, was tust du? Utana? Mutter? Beim Licht. Weshalb bist du hier, Kian? Wie bist du? Ich bin erleichtert, dich zu sehen. Wo ist Tami? Ist er hier? Er tritt Vermins Leuten entgegen, gemeinsam mit dem Widerstand. Mutter, wir haben die Lager gesehen. Wir wissen, was auf GN los ist und wir... Ich weiß. Wir müssen reden, dringend. Aber nicht hier. Wir müssen jetzt gehen, ehe... Wartet. Was macht ihr hier? Ich habe ein Auge auf diesen Apparat gehabt. Versucht herauszufinden, was er kann. Kian, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Und wir haben nicht viel... Okay, sag mir noch mal, welches Zeichen du mir geben wolltest, Kian. War es ein Arm über dem Kopf oder beide... Oh, hallo? Warte, was? Kennt ihr beiden euch etwa? Krähe, was? Kennt denn hier jeder jeden? Wie viele Leute gibt es denn auf der Welt? 5 oder was? Naja, eigentlich sollte ich das inzwischen gewohnt sein. Ich kenne euch Leutchen ja schon lang genug. Da sollte mich nichts mehr überraschen. Also, Mutter, wie läuft's in der Behörde für wissenschaftlichen Fortschritt? Lass mich einfach wissen, wenn's mal wieder eine Nachricht zu übermitteln gibt. Ich bin der Vogel fürs... Die Behörde für wissenschaftlichen Fort... Ihr arbeitet für die Behörde für wissenschaftlichen Fortschritt? Kian. Arbeitet? Puh. Mutter Utana leitet die Behörde für wissenschaftlichen Fortschritt. Das weiß ich, weil ich Botenvogel bei der Mutter war. Sowohl in Sadia als auch hier in Makuria. Sie ist die Chefin, die Nummer 1. Es gibt niemanden über ihr. Sie ist die Behörde für wissenschaftlichen Fortschritt. Ich wollte es dir sagen, Kian. Nur nicht so. Nicht jetzt. Ach, da kann man wohl nichts machen. Ich wusste Bescheid über die Lager. Über die magischen. Über das... was Schwester Alessandra getan hat. Wie lange schon? Wie lange habt ihr es gewusst? Wartet. Steckt ihr etwa hinter all dem? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer, dass es mir wirklich sehr leid tut. Leg dich einfach hin. Es tut mir so leid. Halt still. Bitte. Bitte stirb nicht. Du hast mir keine Wahl gelassen. Was? Was hast du getan? Hast du ihn gerade erstochen? Warum? Das ist... Was ist hier geschehen? Wer ist das? Eine Unannehmlichkeit. Ich habe mich darum gekümmert. Ich hoffe um deinetwillen, dass du recht hast. Was ist mit dir los? Ach, dieser Schuft, er hat mich geschlagen. Und jetzt bist du wieder auf den Beinen, also fang an. Was will denn der Vogel hier? Du? Bist du denn nicht... Nein, 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 nicht! Wir können uns keine weiteren Störungen leisten.
Die Träume sind ruhelos. Der Apparat ist bereit. Es ist Zeit. Ich bin ein bisschen, keine Ahnung, überrascht. Wieso sterben eigentlich alle? Alle, die wir brauchen. Okay. Ich habe also gerade eine Art holographisches Feld durchquert. Was zum Teufel ist hier los? Das würde ich auch gerne mal wissen. Shiva, das kommt mir bekannt vor. Moment mal. Helena Chungs Firma. Meine Mutter. Es ist irgendeine Absperrung in Kraft. Ich vermute, das liegt an mir. Was machen Sie in diesem Labor? Definitiv irgendwas mit Biotechnik, aber was genau? Jetzt frage ich mich echt, ob die das die ganze Zeit nur geträumt, also ich sag mal nur geträumt hat. Unheimlich robust. Sie könnten hier bequem alles absperren. Oder ja, ob die jetzt erst hier ist. Inkubation. Molekularstrukturen. Leute, Gehirne. Eins, neun. Faith. Faith? Meine Halbschwester Faith? Eins, fünf. Hope. Eins, drei. Hannah. Eins, eins. Zoe. Was bedeutet das? War das meine Brutkapsel? Gute Frage, ne? Es ist irgendwie alles ein bisschen seltsam gerade. Was sind diese Dinger? Guck mal hier rein. Sie scannen Molekularstrukturen. Leute, Gehirne, das ist ein Notizblock. Okay, danke. Da steht etwas von... Es ist von Helena Chung, meiner Mutter. Etwas über... Da geht es um mich. Irgendein Bericht über meinen körperlichen Zustand. Sie haben mich in diesem Raum überwacht. Monatelang. Was ist hier geschehen? Sie scannen Molekularstrom. Ja gut, das kennen wir schon. Das ist so komplett totaler Gegensatz zu dem, was bei Kian im Moment läuft. Also jetzt mal von der Dream Machine und den ganzen Traumsachen abgesehen, aber so mit dem hier und so. Alles sehr technisch. Schnell weg. Wo bin ich? Unter der Erde? Was sind diese blauen Linien? In der Falle. Scheiße. Da flüchtet jemand aus der Biotechnik. Es ist nicht Don Röschen. Erschießen! Ziel ausgeschaltet. Wiederhole, Ziel ausgeschaltet. In Ordnung. Zurück in die Biotechnik. Es könnte Zeugen geben. Kümmern Sie sich darum. Jawohl, Mordi-Zentrale. Okay. Sequenzierung. Das sieht ein bisschen so aus wie das von, was wir gerade bei Kieren gesehen haben. Da wo der Apparat war. Armer Kerl. Also dafür, dass er. Armer Kerl. Ich mache das nur sehr ungern, aber das brauche ich dringlicher als du. Tut mir leid. Der hat sogar einen Ausweis. Dass der umgeballert wurde. Also mit einer kompletten Salve. Hier stehen sie. Hat der irgendwie nur zwei Schusslöcher in der Brust. Gut, da kommen wir nicht lang. Aber eventuell dann hier lang. Biotechnik ist sauber. Wiederhole.
What? Warum werden die weggeballert? Die sind alle. Ist die Frage, wo ich lang muss. Ob ich hier lang gehe? Dem einfach hinterher? Okay, geht nicht. Scheiße. Na. Stopp! Zentrale. So, okay. Stopp! Zentrale. Zone 3. Hey! Hey, was? Das. Paps? Zoe, nicht! Stopp! Keine Bewegung oder ich schieße! Wir haben sie. Sie ist im Kern. Wiederhole, Ziel ist im Kern. Bleiben Sie dort! Bleiben Sie alle genau, wo Sie sind! Hallo, Zoe. Lady, ich hatte Ihnen doch gesagt! Mama! Helena? Paps, was ist denn los? Was ist das hier? Du musst hier weg. Sofort! Klappe halten und Ruhe! Zeitalter. Göttin, möget ihr mich beschützen. Ich bete, dass ich mich aus eurer Sicht richtig verhalte. Wir dürfen uns von Außenstehenden nicht die Zukunft unseres Reiches diktieren lassen. Der Prophet ist ein Werkzeug, genau wie dieser Apparat. Euer Licht währt ewig, Göttin. Unter meiner Aufsicht wird es bis in die dunkelsten Ecken dieser Welt reichen und darüber hinaus. Seht her und erblickt die mechanische Revolution. Ein Ende der Magie. Die Zeit der Aufklärung beginnt. Erlebt den Apparat und seine atemberaubenden Kräfte. Kian? Kian, bitte antwortet. Ich glaube nicht, dass er euch hören kann, Anna. Wenn er verletzt ist, brauchen wir einen neuen Plan. Scheiße. Und wir kommen hier nicht mal raus, solange die Soldaten versuchen, sich Zutritt zu verschaffen. Ja, was das angeht, bilde ich mir das ein oder ist Still. Das... Still! Die Soldaten müssen abgezogen sein. Da geht was vor sich. Etwas Schlechtes, wenn sie ihre Posten verlassen haben. Wir müssen los, sofort! Wenn wir nicht zu Kian durchkommen oder wenn er handlungsunfähig ist, müssen wir selbst in den Turm gelangen. Aber wie? Wenn die Asadi wirklich ihren Posten verlassen haben, durch die Vordertür. Das klingt unheimlich gefährlich. Das wird es sicher auch sein. Gehen wir. Wartet! Ihr zwei macht euch auf zum Turm. Ich suche die anderen. Wenn die Asadi in Panik sind, haben wir Gelegenheit zurückzuschlagen. Na gut. Nehmt euch in Acht, Eno. Ihr auch. Ich hoffe, mit Kian ist alles in Ordnung. Bestimmt ist es das. Mit Kian ist immer alles in Ordnung. Thank you.
Thank you.